Mit 18 Jahren wurde Oliver Peetz Zuckert, 42, besser bekannt als Oli P., zum Star. Zuerst als Schauspieler, später versuchte er sich als Sänger. Auch heute, 24 Jahre später, ist er noch immer erfolgreich unterwegs. Er tourt mit Florian Silbereisen, 39, durch die Lande, sobald dies wieder möglich ist, oder moderiert im WDR die Sendung Tiere suchen ein Zuhause. Zuhause bedeutet für Olli vor allem seine Frau Pauline. Seit dem 7. August 2014 ist er mit Pauline Schubert verheiratet. Doch vor wenigen Monaten mussten die beiden einen schweren Schicksalsschlag einstecken. Bereits seit 13 Jahren weiß Pauline, dass es einen Hirntumor gibt, doch im August 2019 dann die Hiobsbotschaft, dass dieser mittlerweile so groß sei wie ein Golfball. Kurz nach der OP, während der Genesungszeit seiner Frau, sprachen wir mit Oli P. über das Thema Zeit. Was bedeutet Zeit für dich? Das Interview mit Oli fand im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Uhrenhersteller Maurice Lacroix statt. Du bist kein Mensch, der mit Marken protzt. Ist deshalb Maurice Lacroix für dich perfekt? Maurice Lacroix ist für mich einfach authentisch. Auf der einen Seite Tradition, auf der anderen Seite immer wieder Trendsetter. Aber nie drüber oder protzig. Das passt für mich von A bis Z. Wie sagt man heutzutage? Perfect Match. Was verbindet dich mit der Marke? Du bist gerade auf dem zweiten Höhepunkt deiner Karriere. Genießt du den neu gewonnenen Hype um deine Person? Was ist anders als damals, außer das Alter und die Lebenserfahrung? Oli P. und sein Mini-Me. Sohnemann Ilias ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, überzeugt euch in unserem Video selbst davon. Du und deine Frau, ihr musstet in diesem Jahr auch mit dem ein oder anderen Rückschlag zurechtkommen. Ist für dich die gemeinsame Zeit jetzt noch kostbarer? Meine Frau und ich wissen alles total zu schätzen. Das war vor der Operation so und wird auch immer so bleiben. Unsere schönste Zeit ist einfach immer, wenn wir zusammen sind. Mehr bedarf es nicht. Egal, wo wir sind. Darf ich fragen, wie es deiner Frau mittlerweile geht? Was ist in deinem Leben wichtig, dass du das Lachen nicht verlierst? Neben deinem erwachsenen Sohn sind Tiere für dich besonders wichtig. Wie sieht's denn aus mit Nachwuchs im Hause Peetz Zuckert, egal in welcher Form? Könnt ihr euch nochmal Familienzuwachs vorstellen? Erhalte sofort alle Neuigkeiten zu deinen Stars, indem du ihnen folgst.